Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt meinerseits. Wir spielen heute Harry Potter und der Stein der Weisen. Ein Kind aus meiner Spielzeit, ja genau. Ein Spiel aus meiner Kindheit. Oh, ich habe es geliebt. Der sternenklare Himmel dieser Nacht deutete nicht im geringsten darauf hin, dass bald seltsame und mysteriöse Dinge geschehen würden. Als die ahnungslosen Muggels schliefen, fiel ein riesiges Motorrad mit einem Riesen, der breitbeinig darauf saß, aus den Lüften. Der Riese, Hagrid genannt, legte ein weißes Bündel aus Leinentüchern auf die Stufen des Hauses Nummer 4 im Ligusterweg. In diesem Bündel steckte ein Baby. Er liest halt genau was anderes vor, als was da steht, aber. Harry Potter, der Junge, der überlebte. Er liest halt Die irgendwas vor. darauffolgenden 11 Jahre verbrachte Harry bei seinen furchtbaren Stiefeltern, den Dursleys. Irgendwie wie die Eltern meiner Ex-Freundin. Auch Eines noch ein bisschen. Tages jedoch erhielt er einen schicksalhaften Brief. Dieser Brief war die Einladung zur Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Zaubern. Hagrid nahm Harry mit in die Winkelgasse, um mit ihm einige sehr ungewöhnliche Schulsachen zu kaufen. Bei Gringotts, der Zaubererbank, holte Hagrid ein schmutziges Päckchen aus Verlies 713. Hagrid meinte, dass dieses Päckchen, was immer auch drin war, in Hogwarts sicherer sei. Ja. Kurz darauf stieg Harry in den Hogwarts-Express, der auf Gleis 9¾ auf ihn wartete und ließ die Muggelwelt weit, weit hinter sich zurück. Yeah, Hogwarts Express. Dumbledore stand auf. In diesem Schuljahr ist das Betreten des Korridors im dritten Stock allen verboten, die nicht einen sehr schmerzhaften Tod sterben wollen. Harry saß da mit dem sprechenden Hut auf dem Kopf und hoffte, dass er nicht nach Slytherin, sondern nach Gryffindor kommen würde. Nicht Slytherin, nein? Nein, flüsterte der Hut in sein Ohr. Gryffindor. Du könntest groß sein. Es ist alles da in deinem Kopf. Und Slytherin wird dir auf dem Weg zur Größe helfen. Kein Zweifel? Nope. Nun, wenn du dir sicher bist, dann besser nach Gryffindor. Gryffindor. Nimm an Professor Quirrells Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste teil. Das ist unsere erste Aufgabe, wenn wir aus der großen Halle stürmen, wie beim Feueralarm. Ach, ein großartiges Spiel. Ach, die Kindheit. Willkommen in der Hogwarts-Schule für Hexen. Und er hat eine Cyberbrille auf. Virtual Reality. Ich bin Albus Dumbledore, der Schulleiter. In Hogwarts gibt es viele Geheimnisse, Harry. Sieh also hinter jeder Tür nach. Du solltest jedoch wissen, dass du dabei nicht nur lohnende Entdeckungen machen wirst. Heute Morgen habe ich mich zum Beispiel vertan und bin an der falschen Stelle abgebogen. Plötzlich landete ich in einem Raum voller Schokofrösche. Oh. Als ich jedoch zurückkam, entdeckte ich, dass die Schokofrösche verschwunden waren und dass ich dort stattdessen eine ganze Horde gemeiner Feuerkrabben tummelte. Hat sich wahrscheinlich nochmal vertan. Jetzt mach dich aber schnell auf den Weg nach oben zum Unterricht. Verspäte dich nicht. Ja, du hast mich doch aufgehalten. Ein Schwätzer, ey. Wo läuft er hin? Ach, bleibt einfach stehen. Ja, gut. Er hat auch sonst ja auch nichts zu tun. Hey, Harry, erinnerst du dich noch an mich? Ron Weasley. Meine Brüder Fred und George wollen dir etwas zeigen. Folgt mir. Folgt
mir, Harry. Ja, ich bin doch schon unterwegs, Mann. So, jetzt treffen wir Fred und George. Hallo, Harry. Wir zeigen dir, wie du dich am besten in Hogwarts zurechtfindest. Das ist freundlich. Als Erstklässler musst du noch eine ganze Menge lernen. Folg uns, wir geben dir heimlich Unterricht. Wir sehen uns später beim Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Viel Glück, Harry. Und sagt der Harry. Harry. Wir bringen dir bei, wie man klettert. Oh, cool. Laufe ohne anzuhalten auf den Bücherschrank zu. Du kletterst dann automatisch hinauf. Mm. Auf dem Bücherschrank hat mir auch mal gesagt. Sich Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Hat in der Beule geendet. Sammle so viele Bohnen wie möglich ein und komm dann nach nebenan. Dagegen laufen. Und da funktioniert's. Bei mir hat's in der Beule geendet, aber egal. So. Gut gemacht. Lass uns jetzt das Springen üben. Lauf auf die Kante zu und drücke die Sprungtaste, um hinüberzuspringen. Wenn du runterfällst, kannst du wieder nach oben klettern und es erneut versuchen. Wir treffen uns dann nebenan. Wir nehmen eine Abkürzung und treffen dich dann dort. Warum darf ich die Abkürzung nicht nehmen? Ah, es ist der verrückte kleine Potter. Es ist Peeves, der Poltergeist. Er macht immer nur Ärger. Peeves kann Erstklässler nicht ausstehen. Nimm dich also besser vor ihm in Acht. Wer wird ihm das verübeln? Kleiner Potter, du bist hässlich. Kleiner Potter, du bist hässlich. Wo er recht hat, hat er aber recht eigentlich. Boah, die Steuerung ist so hakelig. War die damals schon so? So langsam scheinst du den Dreh raus zu haben. Ich weiß. In Hogwarts gibt es verschiedene Süßigkeiten. Wenn du eine solche Süßigkeit aufheben möchtest, laufe einfach über sie hinweg. Mit Schokofröschen kannst du deine Energie aufladen. Es macht riesigen Spaß, Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen zu sammeln. Natürlich. Wir sammeln das Geilste. Auch Bohnen. Wir brauchen 25 Bohnen, Harry. Komm zurück, wenn du sie alle gefunden hast. Komm zu uns und wir zeigen dir den Weg zum Unterrichtsraum. Das fällt einem erst Jahre später auf, dass die einen mit Schutzgeld erpressen wollen, ja? Ja, komm her, bring uns 25 Bertie Potts Bohnen, Mann. Dann bist du sicher. Dann sorgen wir dafür, dass du auf dem Schulhof nicht verkloppt wirst, weil du eine Brille aufhast. Die nur mit Klebeband zusammengehalten wird. Du Loser. Haben wir schon mal, aber wir sammeln natürlich noch mehr ein, weil wir es können. Mal den Frosch hier, der unsere Energie wieder auffüllt. Oh, der hampelt da halt rum, ne? Lustigerweise muss ich zu diesem Spiel dazu sagen, es funktioniert nur, wenn ich aufnehme. Weil sonst mein Rechner zu schnell ist für dieses Spiel und es gnadenlos stirbt. Danke, Harry. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Ja, es war so schwer. Wir brauchen die Bohnen für, naja, ein paar Experimente. Hier, nimm diese Bildkarte. Du hast sie dir verdient. Danke. Boah, die Albus Dumbledore Bildkarte. Du durch den geheimen Ausgang über damit den bin ich der König auf dem Schulhof, ey, ohne Scheiß. Viel Glück. Weißt du, ihr könnt sie auch einfach nur einsammeln, ne? Aber BÄM! Einfach weggezaubert. Jetzt treffen wir, glaube ich, Draco Malfoy, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja! Oh, oh, oh! Wenn das nicht der berühmte Harry Potter ist! Ja, das bin ich. Ich bin Draco Malfoy. Und du tätest gut daran, mich mit Respekt zu behandeln. Schwuchtel. Das sind meine Kumpel Crabbe und Goyle. Sie sind auch in Slytherin. Natürlich wird Slytherin den Hauspokal und den Quidditch-Pokal gewinnen. Ah, glaube ich nicht. Du solltest uns besser aus dem Weg gehen, Potter. Kommt, Jungs, wir verschwinden.
Loser. Hallo Harry, ich bin's, Hermine Granger. Wir haben uns im Hogwarts Express kennengelernt. Erinnerst du dich? Nö. Wenn du zum Unterrichtsraum für Verteidigung gegen die dunklen Künste willst, musst du durch diese Tür gehen. Folge mir. Ausnahmsweise. Ich bin Professor Quirrell. Heute wollen wir lernen, wie wir uns mit Hilfe des Flippendo gegen schwarze Magie schützen können. Meinst du, er könnte uns ja direkt Avada Kedavra beibringen? Beobachte meinen Zauberstab. Aber? Halte dann die Maustaste gedrückt und mach das Symbol nach. Lass die Maustaste wieder los, wenn du fertig bist. Ah, shit. Wir müssen es nämlich jetzt hier nachziehen. Und je besser wir das machen, desto mehr Punkte bekommen wir. Aber am Anfang sind wir noch 50 Punkte schaffen. 50%. Das ist machbar. Gut gemacht, Harry. Gut gemacht. Punkte für Gryffindor. Ich habe auch keine Ahnung, das habe ich schon damals nicht verstanden. Versuch es nochmal, Harry. Ob man wirklich diese Punkte braucht oder ob man am Ende trotzdem den Hauspokal gewinnt, weil man dann 200.000 extra Punkte kriegt für Heldentum, den man gefrönt hat. Ich weiß es nicht. Oh, 100%, Leute. Das läuft wie am Schnürchen. Merkenswert, Harry. Ein perfekter Zauber. Ach, ich weiß. 10 Punkte für Gryffindor. Danke. Mach weiter, Harry. Ich hab's doch schon perfekt gemacht. Versuch es nochmal. Okay, das gibt nämlich keine 100%. Da hinten war ich einmal kurz draußen. Zack, ja. 97%. Flippendo! Gut gemacht, Harry. 15 Punkte für Gryffindor. Ja, Mann. Gryffindor, Mann. Mein Gryffindor for life. Harry, versuche es nochmal. Ah, shit. Ah, okay, das war schlecht. Damit habe ich keine 95%. 90. Verdammt! Nicht schlecht, aber leider nicht ganz richtig. 3 von 4. 30 Punkte für Gryffindor. Ausgezeichnet. Du kannst jetzt mit der Flippendo-Aufgabe beginnen, um den Zauber noch ein wenig zu üben. Folg mir, Potter. Okay. As you wish, my master. Sammle die Sterne ein. Finde drei Geheimnisse. Halte die Maustaste gedrückt, um den Zauber auf ein Ziel auszurichten. Lass die Maustaste los, um den Zauber anzuwenden. Probier ihn mal bei diesem Fass aus. Ist hier schon irgendwo ein Secret versteckt? Nein. Ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel früher gespielt. Aber, das ist mittlerweile Jahre her. Und, für mich ist es jetzt, was die Secrets angeht, dann doch schon mehr blind als alles andere. Oh mein Gott, oh, wo kommt er her? Wende den Flippendo-Zauber auf den Schalter an der Wand an, um die Tür zu öffnen. Der warpt sich da halt dadurch. Du kannst den Flippendo-Zauber auf alle möglichen Dinge anwenden. Probier es doch mal bei diesem Kessel. Wirf ihn